Irgendwie feiere ich beides nicht so, hä? Ich würde auch so Mitleid 2 geben. Wir sind heute so hart. Das sieht doch nicht aus wie ein Häschen, oder? Vollmilch-Zitronenbeiser. Ich sehe. Wow! Ey, das ist mal was komplett anderes. Brownie-Stückchen. Das ist kein Hase! Hey, Lieben, ich bin Sophia. Und ich bin Daniel. Und wir sind frisch aus Thailand zurück. Und bald ist ja schon Ostern. Deswegen dachten wir uns, weil es sich alle die letzten Jahre gewünscht haben und wir es nie geschafft haben, dass wir in diesem Video Ostersüßigkeiten bzw. Osteressen probieren. Es geht mir voll auf die Eier. Oh mein Gott, ey. Das war ja richtig schlecht. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen gefunden. Wir haben ein paar Klassiker mitgenommen. Wir haben ein paar Dupes und Originale mitgenommen. Klassiker, bitte. Was ist hier Klassiker? Ich kenne das meiste davon nicht. Das hier ist ein Klassiker. Du bist ein Klassiker. Also, aber eigentlich haben wir so speziellere Sachen mitgenommen, weil wenn wir jetzt hier den 15. Schoko-Osterhasen von, keine Ahnung, Milka oder so ausprobieren, ist es halt voll langweilig. 18 verschiedene Eier. Ich darf aussuchen. Ja. Weiße Ferrero Rocher Eier in Weiß. Aber mit brauner Füllung. Ja, ich habe mich doch ein bisschen. Ist mir egal, ich will das jetzt haben. Aber ich habe noch nie weiße Rochers gesehen oder gegessen. Weil eigentlich sind weiße Rochers ja gefühlt der schon Raffaello. Also die wurden noch nie in Weiß angeboten, glaube ich. Was für Raffaello? Das glaube ich schon. Ja, aber ist ja dann doch. Alles meins. Wer es gefunden hat, darf behalten. Das soll ein goldenes. Warum ist der oben? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das hier noch so der Ferrero-Look und unten. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sieht schön aus. Das riecht vorhin voll geil. Ach so, direkt schon los hier. Geiler ist das Original. Diese Füllung. Die Füllung ist ja vom Original, aber die weiße Schokolade drumherum macht es viel geiler. Ich finde es auch echt richtig geil. Also irgendwie sonst ist das ja ein bisschen crunchy außen. Wir haben voll das Problem. Das ist nicht crunchy außen, das ist crunchy innen. Weißt du, was richtig doof ist? Was denn? Ja, aber hardcore Hunger und jetzt fangen wir mit Süßigkeiten an, ey. Das wird nicht besser, ich hab so Hunger. Ganz viele Süßigkeiten essen heute. Ja, wir ganz haben davon toll. Noch eine andere Sorte, das müssen wir jetzt auch direkt probieren im Vergleich. Und zwar Schwarz ist die mit Zartbitter. Oh, geil. Es gibt auch die normale Variante, aber die habe ich da gelassen, weil. Kommt für mich voll gut, weil ich mag Vollmilch nicht so gerne, aber Zartbitter und weiße Schokolade mache ich gerne. Ich finde Zartbitter unnormal lecker. Auch ein Gehirn mit super Sophia. Früher war es einfach das Beste, wenn man so aufgewacht ist und dann konnte man so morgens nach diesen ganzen Süßigkeiten im Garten suchen. Ich bin immer richtig früh aufgewacht. Echt? Hast du wirklich? Ja. Habt ihr gesucht? Ja, vor uns gab es kein Suchen. Oh. Obwohl, doch, ein paar Jährchen haben meine Eltern das so ein bisschen im Wohnzimmer versteckt. Im Wohnzimmer? Ja. Die mussten sogar Osternester. Im April, es regnet, sollen die. Ja, wir haben immer draußen gesucht. Aber bei uns haben sie auch nur einen ganzen Korb versteckt, wenn dann im Wohnzimmer. Und nicht so einzeln die Eier. Nee, bei uns wirklich auch. Also es gab immer im Nest, war dann halt viel. Und manchmal hat man auch so einen großen Osterhasen gefunden mit so ein bisschen drumherum. Meine Eltern haben manche Sachen dann auch einfach so einzeln dahin gepackt. Und manches haben wir nicht gefunden. Und dann haben wir das irgendwann später so halb verregnet gefunden. Eier irgendwo. Nein, die Eier haben wir eigentlich alle gefunden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr denn immer Ostern gefeiert habt. Ob ihr gesucht habt, ob ihr einfach was bekommen habt. Ostern ist voll der Pumperfeiertag. Wegen der ganzen Schokolade? Nein, weil du ganz viele Eier essen kannst. Ja, das stimmt. Soll das denn für eine Zartbitter sein, ey? Also, das schmeckt ein bisschen bitter, aber schmeckt nicht so richtig nach Zartbitter. Halbbitter-Schokolade. Halbbitter? Was ist das denn für eine Verarsche? 36,5%. Ah, Also die weißen fand ich tatsächlich auch besser. Tausendmal besser, das ist voll eine Verarsche. Was für Zartbitter? 5 von 5, das... Es ist halt immer noch Ferrero Rocher, aber dann würde ich einfach die normalen nehmen. Aber es schmeckt gar nicht so doll nach Rocher, fällt mir gerade auf. Weil dafür fehlt dann dieses knackige Außen. Sie kriegen keine Punkte, weil wir wissen selber nicht, was wir denn geben sollen. Jetzt darfst du wieder aussuchen. Ich möchte... Oreo-Eier! Wir mit unseren Eiern, Alter. Überall haben wir Löffeleier. Okay, das ist unser Pärchen, was wir mit diesen hier vergleichen. Die Oreo-Löffeleier, übrigens kosten die auch 4 Euro oder so. Also diese Löffeleier hatte ich auch das erste Mal, als ich mir die selber gekauft habe. Ich glaube, das war meinen Eltern einfach. Oder da gab es die noch nicht. Doch, wir haben das bekommen, aber ich glaube nicht so eine teure Marke wie Oreo. Das hier ist die Marke von Lidl und das sind Dip-Eier-Milchcreme mit dunklen Cookies. Und ich hoffe, dass das halt das gleiche ist wie dort. Was? Da sind Holzlöffel drin. Also ich sag euch, Holzlöffel sind mein größter Feind, weil alles schmeckt nach Holz danach. Das hier sind Holzspachtel. Also so vom Äußeren her finde ich beide süß. Ich glaube. Ey, das sieht so gleich aus. Ziemlich ähnlich, also das Konzept ist sehr geil. Nur meine Schokolade sieht bisschen, hochwertiger ja, aus. Ja, ne? Sieht echt ein bisschen hochwertiger aus. Und vor allem glänzt die. Meine ist so matt eher. Wie macht, also gibt es da irgendwie eine bestimmte Taktik? Uff, da und fertig. Man sieht auch einfach nur ein bisschen qualitativer. Das sieht wirklich besser aus. Lass mal kurz zeigen hier. Und jetzt löffelt man das einfach. Man sieht echt cool aus, ne? Sieht wirklich besser aus.
als einfach nur Zucker. Und man schmeckt irgendwie gar nicht. Boah, meins ist voll cremig und deins ist voll fest. Aber von der Konsistenz finde ich deins sogar geiler. Ja, aber dein schmeckt besser. Ja, mein schmeckt besser, aber deine Konsistenz ist geiler. Boah, Mann, das schmilzt mich ja weg. Aber irgendwie... Irgendwie ist es das nicht, ne? Irgendwie feiere ich beides nicht so, hä? Ja, auch nicht. Ich hatte das irgendwie viel geiler in Erinnerung. Es ist so krank süß. Zu süß irgendwie. Hä? Also, keine Ahnung. Kauft es einfach beides nicht. Egal von welcher Marke. Wie viele Sterne? Ich weiß nicht, zwei. Deins kriegt zwei, meins dann eins. Weil meins war, finde ich, nicht so gut wie das da. Ja. Als nächstes bin ich wieder dran. Ja. Und zwar nehmen wir wieder Eier, aber diesmal nicht aus Schokolade, sondern von Haribo. Osterlies. Haribo macht Kinder froh. Wo steht das da? Ach, hier. Cremig gefüllte Eier. Es gab auch sowas, das sah aus wie Ballaballa, aber in Blümchenform. Oh, die riechen richtig lecker. Boah, die riechen wirklich lecker. Bin gar kein Haribo-Fan. Ey, das ist wirklich eine gelbe Füllung, die man hin und her schieben kann. Oh, lustig. Guck mal, das kommt da sogar raus. Aber mein schmeckt irgendwie nach Orange. Hm. Also die riechen deutlich besser, als die schmecken. Welche Sorte hattest du denn? Ich hatte die gelbe. Es soll vielleicht so ein bisschen Zitrone sein. Man schmeckt sowieso nur den Schaum da drunter. Ich hatte gerade eben Orangen, jetzt nämlich rot. Woran erinnern die mich? Also Schaumdinger. Gibt es nur diesen Schaum als Gummibärchen? Nur diesen Schaum gibt es als Maus. Die Mäuse! Die riechen wie diese Gummimäuse. Schmeckt auch so, weil man nur den Schaum schmeckt, finde ich. Nee, ich finde, man schmeckt auch das Innere. Die sind okay, aber sind halt auch nicht geil. Was ist hier los? Obwohl doch schon besser als normale Gummibärchen, weil da ist jedenfalls was drin. Ich würde auch so Mitleid 2 geben. Wir sind heute so hart. Ich kann kein Süßkram mehr sehen. Ich habe hier 20 Osternuggets! Sind die mit Hähnchen oder Schweine oder was ist das? Hähnchenfleisch. Schweine-Nuggets? Gibt's das? Ja, so wie Schnitzel. Aber Chicken Nuggets? Ja, ich habe jetzt nicht an Chicken Nuggets gedacht, ich habe an Schnitzel gedacht. Eigentlich voll fies, so Ostern, so der Osterhase kommt, dann isst man erstmal so Hähnchen in Hähnchenform. Wie lange dauert das denn? 12 bis 14 Minuten. Muss man schon drauf schreiben. Ich bin gespannt, ob das wirklich so wie Hähnchen aussieht oder ob das einfach nur aussieht, als wäre irgendwas falsch gelaufen bei so Nuggets. Sieht aus, als wäre was falsch gelaufen bei den Nuggets. Vielleicht ist das so da, das, was so aussortiert wurde über die letzten Monate, dass das nicht konform war. Da dachten die jetzt so, oh, das nennen wir einfach Osterhäschen. Aber ich sage dir, die Dino-Nuggets, die schmecken auch besser als die Originalen. Das weiß man doch. Meine Eltern haben auch nie Das soll ein Hähnchen sein? das soll ein... Das sieht doch nicht aus wie ein Häschen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Du hast es auch falsch rum, glaube ich, gehalten. Nee, so ist das Häschen, oder? Wie meinst Nein, du? So? So, ja. Hä? Schmeiß mal die Heißluftfritteuse an. Ich glaube, die sollen echt schräg sein. Er sieht nicht mal ähnlich aus. Ich dachte, die Dinos erkennt man wenigstens. Cooles, was nicht Süßkram ist, so. Ja, das dachte ich auch. Oh, es ist ja auch nicht süß. Aber die sind eingefroren. Hä? Ja, das war zwei in der Kühlschuhe. Ah, ist ja Tiefkühl. Jo, stimmt. Dann mach sie auch in die Heißluftfritteuse. Curry Dip und süß-sauer. One eternity later. Guten Häschen. Das sieht aus, als würde ein Hase und ein Hähnchen Liebe miteinander gemacht haben und das ist dabei rumgekommen. Da haben wir die missratenen Dinger. Okay, hier kannst du vielleicht so ein Ding erahnen. So ein Häschen. Also wirklich, beim besten Willen, wenn ich nicht wüsste, dass das Häschen sind. Niemals. Und wenn ich das sozusagen, wenn wir Kinder hätten und dann würden wir denen das so präsentieren, da würde auch keiner erkennen, dass das Häschen sind, oder? Auf gar keinen Fall. Also da könnte man einfach normale nehmen und ja, oder Dinos halt. Dinos sind auf jeden Fall geiler, die erkennst du wenigstens. So, das schmeckt gar nicht nach Hähnchen, das schmeckt einfach nur nach Panade, ne? Aber schmeckt nach Nuggets. Also wenn wir solche Nuggets kaufen, dann kaufen wir halt immer diese mit bisschen mehr Cornflakes drum und wo so richtiges Hähnchenfilet drin ist. Ja, und das sind halt normale Nuggets und die schmecken halt auch wie Nuggets, aber ich finde halt nicht, dass sich das unbedingt lohnt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die teurer sind als normale, aber ich gehe einfach mal davon aus. Oder Curry Dip ist so scheiße. Riechst du? Das schmeckt irgendwie so nach Currypulver an Wasser. Ja, wie Curry Ketchup früher. Also gestreckt mit Wasser. Ist auf jeden Fall besser. Also vom Aussehen her haben sie, finde ich, auf jeden Fall ihr Ziel verfehlt. Und geschmacklich, es sind halt diese ganz billigen Nuggets. Also was soll man noch davon erwarten? Seht ihr da einen Hasen? Mm-mm. Nein. Nein! Wir sind voll negativ hier, Alter. Aber es ist halt wirklich alles nicht gut. Wir wollen jetzt was Gutes, Schatz. So. So, du darfst jetzt was auswählen, also streng dich an. Wir probieren jetzt zusammen die My Müsli Ostermüslis. Und zwar gibt es davon 4 verschiedene. Und die waren letztes Jahr richtig, richtig nice. Salted Karamell. Erster. Also, es gibt einmal My Müsli Ostermüsli. Das ist mit Dinkelquinoa, Crunchy Schoko, Mini Osterhasen, Erdbeeren, dunkle Schoko, Dinkel, welche. Das Ganze kommt übrigens, wenn ihr das Set bestellt,
bestellt, auch mit so einer Verpackung. Aber guck mal, Salted Caramel und Raspberry Dark Chocolate. Ja, und hier riesig zart, bitte. Banana Cassis Crunch. Wenn wir diese Leute, die im Müsli rumwühlen und nur eine Sache davon haben wollen. Hier. Guck mal, das ist so ein richtiger Osterhase. Ey, die hatten wir schon mal, ne? Ja, letztes Jahr. Scheiße. Ich dachte, du hältst das fest. Ach so. Haben nur den Kopf abgebissen. So, wir werden jetzt direkt mal alles probieren. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Mit diesen Häschen da drin und den Erdbeerstückchen. Dann, lass uns probieren. Hier ist mal wirklich Zartbitter drin. Das schmeckt so geil. Mit diesem Crunchy ist es erst süß. Und dann kommt so ein bisschen säuerlich-süße von den getrockneten Erdbeeren rein. Aber halt echter Erdbeergeschmack. Banana Cassis Crunch. Was habe ich hier? Berry Salted Caramel. Ich habe nur Salted Caramel gelesen. Hier sind einfach so Herzchen drin, ne? Ich muss sagen, es schmeckt nicht so krass nach Banane, sondern auch ein bisschen fruchtig nach diesen Cassis-Dingern. Raspberry Dark Chocolate. Echt? Ist am besten. Gib mir was ab, bitte. Ey, Daniel, gib mir was ab. Gib mir was ab. Richtig geile Dark Chocolate. Ich bin einfach Dark Chocolate Liebhaber. Und Himbeere mit dunkler Schokolade ist halt Killer. Also ich finde wirklich alle lecker. Aber ich muss sagen, am besten finde ich irgendwie diesen hier mit den Osterhasen. Echt? Ich dachte, du sagst jetzt Salted Caramel. Da sind einfach Osterhasen drin, die aussehen wie Osterhasen. Ich finde das so toll. Wirklich. Nee, Raspberry Dark Chocolate finde ich auf jeden Fall am geilsten. Ach, riecht einfach nach dunkler Schokolade. Wenn ihr die Osterminis auch ausprobieren wollt, könnt ihr das, denn ihr kriegt sie sogar umsonst dazu ab einem Bestellwert von 15 Euro mit meinem Code SOPHIAYT-OSTERN. Ich setze euch den Link gerne noch in die Videobeschreibung. Da wird nämlich der Code dann automatisch eingefügt und ihr müsst ihn nicht nochmal eingeben, sondern ihr müsst nur noch auf den Warenwert kommen. Also könnt ihr dann direkt dieses Müsli dazu packen, bekommt die Osterminis dazu. Oder ihr holt euch das Osterset, bekommt dann nochmal Osterminis, die ihr verschenken könnt. Oder ihr holt euch das zum Verschenken. Oder, die Möglichkeiten sind groß. Und das Coole an meinem Müsli ist, da gibt es super viele verschiedene Müslis. Wir haben auch schon so unnormal viele davon probiert und durchgetestet. Und man kann sich da auch sein eigenes Müsli zusammenstellen. Aber mein Geheimtipp bleibt das Cheesecake-Müsli. Das ist von einer anderen Welt. Und jetzt darfst du dir das nächste aussuchen. Ich nehme das Knusperei. Das mal auspacken, ist wie Schokolade. Pack mal aus. Ich bin nämlich auch gespannt, ob das wirklich so ein Ei-Ei ist oder ob jetzt einfach nur eine Seite schön ist oder nur die Hälfte. Na, also das, keine Ahnung. Also man denkt so, dass wir auf der anderen Seite auch nochmal, finde ich. Finde ich gar nicht. Ich denke, das soll schon genau so sein, wie es ist. Es gab auf jeden Fall auch noch so verschiedene Varianten davon. Ich habe die Ehre. Ey, guck mal, das ist doch eine Farbe. Warum? Das ist komplett hohl und nur hier sind Knuspersachen. Hier ist jetzt wirklich nur hier Knuspersachen. Guck, ist einfach nur hier ein bisschen dicker. Auf einer Seite so ein bisschen dicker, wo das alles hingepackt wird und man rest nichts. Irgendwie schmeckt es auch nach so ein bisschen seltsamer weißer Schokolade, oder? Das ist einfach weiße Schokolade mit so Zuckerperlen. Irgendwie will ich auch wissen, wie das hier schmeckt. Seht ihr das? Nur so ein paar Knusper-Dinger, ein paar Schmarschis. Beißt du doch da rein? Ich habe hier extra für dich was abgebrochen. Also lecker ist es, aber jetzt auch nicht so krass lecker, dass ich sagen würde, ich würde mir das jetzt nochmal kaufen. Also vom Aussehen her finde ich super. Aber vom Geschmack her, glaube ich, würde ich dann eins mit Zartbitter gerne haben wollen. Aber es gab keins mit Zartbitter. Wir probieren jetzt die Kinder Bueno Eggs, weil das muss doch richtig gut schmecken, oder? Weil ich meine, Bueno-Füllung, das stimmt. Das könnte geil sein. Aber warum gibt es nicht diese Crispy Bueno-Dinger? Ich sehe die immer auf Instagram. Weißt du, was viel geiler wäre, wenn man die alle so aufmacht, wie ich das jetzt hier gerade mache? Oh, da ist sogar noch so knusper. Und dann nur die innere Füllung raussucht. Mmh, das ist aber lecker. Ist halt Bueno, ne? Das Innere ist halt einfach eine Kinder Bueno-Füllung. Also das Außen ist auch Kinder Bueno. Ja, aber es geht ja um die Füllung. Die Füllung ist immer geil. Und da muss ich schon zugeben, die sind schon geil, Alter. Man müsste mal gucken, was günstiger ist. Ob die Eier günstiger sind oder Kinder Bueno. Boah, aber ich könnte keine drei davon essen. Dann würde ich wahrscheinlich Zuckerschock bekommen. Ich merke auch schon, dass du zu... Oh, ich muss erstmal hier was Herzhaftes zwischendurch. Die sind jetzt einfach schon so richtig pappig. Und was als nächstes? Haben wir irgendwas, was ohne Schokolade ist? Dann nehmen wir die Markenschokolade. Wir haben hier Tonys Schokolade. Und zwar Vollmilch-Zitronenbeiser. Ich sehe. Du Assi. Das schneiden wir hier raus. Nein, tschüss, tschüss, das schneiden wir nicht raus. Das ist so witzig, wie du meine Sachen vorliest und einfach nicht weiß, was das ist. Zitronenbeisee. Ich schwöre, ich wusste bis jetzt nicht, wie das geschrieben wird. Was? Bisee? Danke. Ich glaube, ich habe aber auch noch nie dieses Wort geschrieben. Und bisher jetzt immer Beiser gelesen. Ich bin enttäuscht. Hier drin steckt das fairste und schokoladigste Ei des Jahres. Und das musst du gar nicht lange suchen. Die äußeren Stücke wegbrechen oder wegknabbern, das überlassen wir dir. Und schon hast du es gefunden. Kann man das erkennen? Wir haben es hier so warm drin. Es schmilzt sofort. Guck hier, ich bin voll eingesaut.
Hä? Ich dachte, irgendwie da wäre eine Füllung drin. Dachte ich auch. Vielleicht erst beim Ei. Da sind so Reisdinge drin. Schmeckt aber so ein bisschen zitronig, oder? Ja. Aber ganz leicht. Schon geil. Ich schwöre, ich will keine Schokolade mehr. Können wir irgendwas anderes nehmen? Ich kann auch keine Schokolade mehr sehen. Lass mal die nächste Schokolade probieren, weil das auch eine Tafel ist. Das ist von Hands of My Chocolate Easter Milk and White Chocolate Eggs. Und ich hoffe, das sieht genauso cool aus wie auf der Verpackung. Wow. Das sind so Eier. Also es ist wirklich so wie auf der Verpackung. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Oh. Geschmacklich schmeckt es so wie Schwarz-Weiß-Schokolade gemischt. Es ist halt alles Schokolade, also wie willst du das bewerten? Aber so vom Design her finde ich es richtig geil. Er ist auf jeden Fall am schönsten. Ja, oder mit also am schönsten. Finde ich auch schöner als das hier, obwohl es auch cool ist. Aber das hier sieht noch ein bisschen interessanter aus. Als nächstes haben wir was von der Rewe-Eigenmarke. Und zwar sind das Schokoladeneier. Gefüllte weiße Schokoladetyp Skier-Kirscheier. Hier? Ja, ich habe nämlich mal extra was anderes mitgenommen. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen... Oh, sie sind weiß. Cremiger oder white. So. Boah, das riecht doll nach Kirsche. Das riecht so wie diese Mini-Lollis, die man früher als Kind immer gegessen hat. Oha! Ey, das ist mal was komplett anderes. Guck mal! Oh. Das ist fast wie Kirschmarmelade. Boah, das ist hart süß. Also ich glaube, das ist süßer als alles andere. Aber eine andere Süße. Ja. Weil es ist so marmeladenmäßig ja. süß. Also ganz ehrlich, für die Kreativität auf jeden Fall 5 Sterne. Für die Süße 3 Sterne. Also aber sonst, ich finde es voll geil. Ja. Also ich glaube, das ist einer meiner Favorites heute. Ja, mit Abstand auf jeden Fall. Und die sind auch nicht so teuer, weil das die Eigenmarke ist. Okay, Daniel, wir haben noch einen Osterhasen und Eier. Nehmen wir die Eier. Hier haben wir eine Mixpackung aus Alpenmilch. Knister, Dame und Oreo. Dame mit den Karamellstückchen. Beste. Ich quatsche nicht mit Dame. Kann man hier sehen, welche was ist? Ja, ich glaube, das Orange ist Dime. Die hier? Das hier, ja. Juhu. Lass mal gucken. Boah, das riecht so nach diesem Dime. Das ist doch so hartes Karamell, ne? Okay, das riecht geil. Dann das riecht richtig hier, geil. Das ist... Brauchst du nicht alle jetzt sortieren? Ja, ich will aber Knister. Knister ist mein Favorit schon als Kind gewesen. Und ich weiß, auch einmal in der Schule habe ich so, also heimlich so Schokolade im Unterricht gegessen. Ich habe nie sowas gemacht, ne? Aber die Schokolade fand ich so toll, dass ich das so heimlich im Unterricht essen wollte. Aber es hat halt geknistert und es hat so laut geknistert, dass das der Lehrer mitbekommen hat. Und dann musste ich das ausspucken. Sophie kann nichts Verbotenes machen. Der sieht man schon kilometerweit an, dass sie was Verbotenes macht. Aber Knister. Du guckst einfach so schuldig. Der hat wahrscheinlich gehört, der hat einfach in deinem Blick gesehen. Ich musste einfach die Knister-Schokolade ausspucken. Ja. Damals waren die noch von Rittersport. Die kaufe ich mir jedes Jahr. Und die zerbröseln irgendwie so ein bisschen. Die sind dafür gemacht, dass man die in einen Hub isst. Mhm. Die Deimdinger sind auch nicht so intensiv. Aber jetzt ist doller. Ja, es entwickelt sich. Im Video so. Ah. Oreo. Alpenmilch brauchen wir, glaube ich, nicht probieren, weil das ist ja einfach so. Vollmilch. Ja. Jetzt knistert es voll laut. Ich bin gespannt, ob das gleich schmeckt wie dieses Ei. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen härter, ne? Mal schnubbern. Ich glaube, weil man hier auch immer beides zusammen isst, ist es auch anders als da, weil da löffelt man ja die Creme ja, und dann isst man das andere. Also den Mix decke ich wirklich 5 von 5 Sterne von mir, weil... Deinem lebt einfach. Nee, vor allen Dingen, man hat auch so unterschiedliche Sachen. Es gab zum Beispiel auch von Kindern noch ein paar andere Sachen, aber es gab immer nur pro Tüte eine Sorte. Da gab es keine Mischpackung und es ist natürlich klar irgendwie, warum die das machen, weil man dann von jeder Sorte eine Tüte kaufen muss. Deswegen finde ich cool einfach, dass Milka das hat, so Mischtüten. So, als letztes haben wir jetzt den Ferrero Küsschenhasen. Brownie-Style. Brownie-Style. Ja, das ist also das hab ich gesehen. Doppelt was Neues und natürlich, wir alle kennen diese Osterhasen, die mit Smarties gefüllt sind und die ganz normalen Hasen und so. Es gibt Osterhasen mit Smarties. Also die Verpackung ist auf jeden Fall mega süß. Ey, ich habe gehört, die heißt nicht mehr Osterhasen, sondern Sitzhasen. Hä, warum das denn? Also man sieht ja auf jeden Fall schon so diese Brownie-Stückchen auf der Schokolade drauf. Boah! Du hast aber auch echt so eine Stelle erwischt, die richtig fett ist. Aber das sind wirklich so Brownie-Stückchen. Hä, das schmeckt gar nicht nach Küsschen. Wollen wir mal schnuppern? Küsschen haben so einen Wiedererkennungswert und das schmeckt überhaupt nicht nach Küsschen. Es riecht auch überhaupt nicht danach. Also es schmeckt gut, es schmeckt nach Schokolade mit so Brownies drin. Aber ich würde eher sagen, das erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an so diese Oreo-Dinger, diese schwarzen. Sehen auch so aus. Mhm. Es schmeckt nicht nach Küsschen, weil da hat man ja normalerweise die Hülle, dann die Creme und dann diese Nuss. Ja, vielleicht ist da noch irgendwo... Wenn man so einfach Nüsse auskippen könnte, so früh. Ja, es wäre halt geil, wenn da irgendwie noch ein bisschen mehr küsschenmäßig ist, so, weißt du? Was fandest du am besten? Wir haben jetzt so viel Schokolade gegessen, Leute. Ich schwöre, mir ist ein bisschen schlecht.
Ja, deshalb habe ich das letzte Ding noch nicht mehr probiert. Es wird kritisch. Was ich am besten fand, auf jeden Fall die weißen Rocher-Eier und das Raspberry Dark Chocolate Müsli. Das war auch ziemlich nice. Also die beiden Dinger sind auf jeden Fall mein Favorit. Ja, bei den weißen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ja. ich auch geil fand, waren auch diese Kirschdinger. Ach stimmt, die waren auch gut. Kinder Bueno Dinger. Die Müslis eh, ihr wisst, die Müslis sind eh geil. Was waren das jetzt am schlechtesten? Vom Aussehen auf jeden Fall diese Nuggets, weil das andere sah halt richtig schön aus. Sie haben sich Mühe gegeben bei dem Design. Und ich meine, von der Idee her ist es ja super, aber von der Umsetzung, das ist kein Hase, wirklich nicht. Das sieht eher aus wie so ein Nikolaus-Schuh. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was euer liebster Ostersnack ist. Ihr könnt gerne nach den Sachen Ausschau halten und dann auch probieren und schreiben, wie ihr das fandet. Und schaut gerne in die Videobeschreibung für den MyMüsli-Link und Code. Und dann würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch. Schaut doch gerne bei Daniel vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Haut da rein. Ciao.